Eine Ampel da rechts. Endlich darf Jasmin selbst ans Steuer. Wenn auch noch mit Kindermädchen. Wo wir zum ersten Mal auf der Autobahn gefahren sind mit meinem Onkel, da hatte ich noch so ein bisschen Angst. Weil das war ein neues Auto, nicht mehr mein schönes kleines Fahrschulauto. Tobias fehlt zur neuen Freiheit noch der offizielle Segen, die Fahrprüfung. Ich hatte ein bisschen ein grummeliges Gefühl im Bauch, wenn ich jetzt sofort mit 18, ich habe meinen Führerschein an Juhu auf die Straße. Jasmin und Tobias sind die neue Generation der Autofahrer. Fahren mit 17, ein Modellprojekt, das Schule macht. Jasmin Sari ist derzeit nur mit Schatten unterwegs. Onkel Özkan spielt seit neuestem ihren ständigen Begleiter, wenn's ums Autofahren geht. Denn die erste große Prüfung hat sie schon bestanden, den Führerschein. Ist sie mal nicht am Steuer unterwegs, besucht Jasmin die 12. Klasse eines Düsseldorfer Gymnasiums. Mit klarem Berufsziel. Medizin studieren und dann Ärztin werden. Jasmin plant gerne alles ganz genau und überlässt am liebsten nichts dem Zufall. Auch wenn sie manchmal ein bisschen Angst vor der eigenen Courage hat. Ich bin eine sehr zurückhaltende Person eigentlich, aber ich versuche immer auf mutig zu tun. Ich bin so jemand, ich möchte mir meine Angst gar nicht anmerken lassen, sondern möchte stärker wirken, als ich eigentlich bin, damit niemand denkt, ja, das kleine schwache Mädchen. Sondern ich versuche immer, besser zu sein, aber ob ich es schaffe, ist eine andere Sache. Aber kaum steht der Onkel vor der Tür, strotzt Jasmin nur so vor neuem Selbstbewusstsein. Nötig habe ich zwar nicht. Komm. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Jasmin darf zum ersten Mal mit Opas Auto eine Runde drehen. Die Spritztour mit der Luxusklasse als Belohnung für seine Fahranfängerin. Kann schon mal rechts blinken. Aber so weiß Opa seine Enkelin auch sicher aufgehoben. Bestens geschützt von deutscher Wertarbeit. Doch für Jasmin ist der Geländewagen nicht nur Vertrauensbeweis, sondern fast schon eine Fahrprüfung der ganz besonderen Art. Das Auto ist so groß. Ja, aber es ist leicht zu fahren, ne? Ja, ja. Hätte ich nicht gedacht, ne? Am Anfang so ein Riesenauto und dann so fahren? Ich hatte voll Angst. Ach Gott, guck mal, wie du fährst. Onkel Özkan motiviert. Denn 220 PS und 2 Tonnen brauchen Feingefühl. Die 17-Jährige geht dann auch lieber auf Nummer sicher. Man muss ja Sicherheitsabstand halten. Was, wenn der plötzlich umschwingt? So, keine Ahnung. Stimmt. Ja, aber warte, wenn da die Autos noch vorbei sind, denke ich mal, genau, jetzt kannst du links und dann. Aber jetzt musst du auch ein bisschen fahren. Fahr, genau so ist es. Aber fahr ein bisschen schneller. Sehr gut. Und jetzt wieder rein. Und vor, genau. Özkan coacht mit Freuden seine Lieblingsnichte. Als seine Schwester einen Beifahrer für die Tochter suchte, war er sofort mit dabei. Jetzt lobt er oft und gibt sich mit Routine pädagogisch. Kein Wunder, als Vater zweier Töchter. Aufregen. Ja, das sind alle Häuser. Ja, jetzt könnte ich praktisch einschlafen, wirklich, du fährst perfekt. Ich müsste dir eigentlich nur das Ziel sagen. Ich freue mich, wenn ich meiner Nichte helfen kann, also. Und ist schon angenehm, wenn jemand auf dich hört. Normalerweise ist Jasmin so eine, die ihren eigenen Willen immer macht, aber die nimmt es auch sehr gut auf. Mit jedem Kilometer verliert die Größe mehr vom anfänglichen Schrecken. Jasmin lernt Opas Panzer immer besser kennen. Auch dank der reibungslosen Teamarbeit mit Onkel Özkan. Ich habe noch nicht mal einmal geschrien bis jetzt. Ich verkneife mir das. Nein, ist alles okay. Wenn du schreist, ne, dann bist du draußen. Okay. Okay, dann darfst du aber auch nicht fahren. Ja, das stimmt sogar. Habe ich gar nicht darüber nachgedacht. Du bist abhängig von mir, stimmt. Ich fahre mal hier rechts, ich will ein Bier trinken. Nein. Ich muss warten auf mich. Du darfst nicht trinken, das weißt du, ne? Ja, weil die Begleitperson ist, für dich gilt genau dasselbe ja, wie für stimmt. Mich. Ha, also bist du von mir auch. Okay, das stimmt. Okay. Okay, gebe ich dir. Schweig still. Okay. Von solchen Diskussionen ist Tobias Schlipper noch die alles entscheidende letzte Fahrstunde entfernt. Fahrlehrer Heinz Krupp und Prüfer Klaus Moser entscheiden an diesem Tag, ob auch er seine Fahrerlaubnis schon mit 17 bekommt. So, Herr Schlipper, an der Ampel fahren wir denn bitte rechts? Korrekter Blick über die Schulter. Ein Pluspunkt für den Prüfling.
Tobias lässt sich trotz erschwerter Wetterbedingungen nicht aus der Ruhe bringen. Denn eigentlich ist es genau so, wie man es in seiner Fahrprüfung nicht haben möchte. An der Ampel bitte rechts. Dann der Pflichtteil, der bei allen Prüflingen schon immer für erhöhten Stress sorgt. Naja, idealer Parkabstand sieht zwar anders aus, aber keiner hat wohl Lust, das Lineal anzulegen. Jo, das ist okay. Ist okay. Gut. Ja, ist okay. Ist in Ordnung. Tobias wirkt wie die Ruhe selbst. Das Wetter scheint ihm nichts auszumachen. Nach einer Dreiviertelstunde endlich die Erlösung. So, Herr Schippers, Fahrerlaubnisprüfung haben wir schön gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Kurzes Nachgespräch. Oder? Dann bekommt Tobias eine Bescheinigung über die erfolgreiche Prüfungsfahrt. Für die Anmeldung beim Straßenverkehrsamt zum begleiteten Fahren. Wiedersehen. Meine Mutter hatte mich darauf angesprochen und ich fand das sehr interessant, weil ich hatte ein bisschen ein grummeliges Gefühl im Bauch, wenn ich jetzt sofort mit 18, ich habe meinen Führerschein an Jugo auf die Straße. Das fand ich dann für den Anfang, hätte ich mich auch mit abgefunden, aber Führerschein ab 17, dass man ein Jahr seine Mutter noch dabei hat, ist eine super Sache für mich, finde ich. Ja, und dass ich dann auf jeden Fall dieses Jahr noch als erweiterte Erfahrung mitnehmen kann. Das Modellprojekt startete hier in NRW schon im vergangenen Jahr. Jetzt gilt der Führerschein mit 17 bundesweit. Die Vorteile für mehr Fahrsicherheit der Jugendlichen lagen für Experten schnell auf der Hand. Ja, zunehmende Zahlen unter den Interessenten. Die Eltern sind sehr involviert, was also Interesse und auch Erkundigung im Betrieb bei uns angeht. Die kommen mit und fragen. Es hat zugenommen und Eltern sind auch ruhiger zu Hause, wenn sie wissen, wie die Kinder später fahren, wenn sie die zunächst erstmal begleitet haben. Und es macht natürlich im Fahrstil des jungen Menschen, wenn er dann alleine fährt, schon aus, dass er in der Begleitung vorher unterwegs war. Das ist so prägend und bleibt sich ja auch erhalten dann beim Autofahren. Teilnehmen am begleiteten Fahren mit 17, kurz BF17, können Teenager bereits mit 16,5 Jahren. Nach erfolgter Fahrprüfung erhalten sie frühestens an ihrem 17. Geburtstag eine vorläufige Fahrberechtigung. Die zweijährige Probezeit für Fahranfänger beginnt damit früher. Mit Vollendung des 18. Lebensjahres gibt's dann den Führerschein. Bei Yasemin sind andere Hobbys neben dem Autofahren seit einiger Zeit leicht gefährdet. Als Schülerin so früh mit dem Führerschein zu beginnen, war für ihre Familie auch ein finanzieller Kraftakt. Denn ein Führerschein ist heutzutage eine teure Sache. Meine Mutter hat meinen Führerschein finanziert und ich habe versucht, ihr unter die Arme zu greifen, indem ich Babysitten gemacht habe oder Nachhilfe gegeben habe. Und so hatte sie ihr aktuelles Lieblingsthema eigentlich ständig vor Augen. Okay. Während Yasemin zusammen mit ihrem Onkel Özkan bereits souverän Kilometer macht, Führerschein mit 17, da ich ja die begleitete Person sein möchte, sitzen Silvia Kowalski und Sohn Tobias fest. Denn das Straßenverkehrsamt macht Schwierigkeiten bei der Mama als Begleitperson. Keiner konnte einem was sagen, dann ist Tobias nochmal zum Straßenverkehrsamt. Der hatte eine heiße Diskussion dann da gehabt und war auch so ein Streitgespräch. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau ein Wortlaut, worum es da ging. Aber keiner konnte ihm jetzt auch sagen, warum ich nicht eingetragen bin. Naja, im Endeffekt war es dann so, dass ich Punkte hatte. Da gab es nur eine Lösung. Silvia Kowalski musste zum Punkteabbauseminar. Denn das Projekt war ja ihre Idee. Da stand sie bei Tobias in der Pflicht. Ohne hinterher telefonieren kommt sie aber auch jetzt nicht weiter. Langsame Ämter verzögern immer noch den Start. 6 Wochen nach Tobias Prüfung warten sie immer noch auf grünes Licht. Wenn es jetzt wirklich über 2 Monate dauert, dann hat sich das für mich nicht gelohnt. Weil dann kann ich noch 2 Monate mit meiner Mutter fahren und ist die Sache erledigt. Die Begleitperson beim Projekt BF17 muss über 30 Jahre alt sein und den Führerschein seit mindestens 5 Jahren haben. Mehr als 3 Punkte in Flensburg sind nicht erlaubt. Begleiter der 17-Jährigen dürfen auf den Fahrten nur als Ratgeber fungieren und nicht wie Fahrlehrer aktiv eingreifen. Selbst als Beifahrer sind hier Drogen verboten und auch die Alkoholpromillegrenze von 0,5 gilt. Ich weiß noch früher, wo ich richtig geschrien habe, ja, fahr so, fahr so.
Also richtig Schiss bekommen. Ich hab die gesagt, ah, wie fährst du? Die ist einmal heulend aus dem Auto rausgegangen. Bin zu Fuß nach Hause gegangen. Ja. Aber das war nur zu dem Besten. Nein, war es nicht. Natürlich. Voll nicht. Natürlich. Hier, dass du gut fährst. Heute sind sie mal mit Mamas Familienkutsche unterwegs. Mittlerweile haben sich der Onkel und seine halb so alte Nichte eingespielt. Doch ab und zu gibt's auch mal kleine Kabbeleien. Denn fast erwachsen liegt der Fahranfänger plötzlich wieder an der Leine. Begleitetes Fahren hat durchaus seine Spannungsfelder. Ich bin gespannt, wenn nachts im ist, wie du fährst. Ich würde gerne eine Kamera irgendwo so heimlich installieren. Stimmt, oh, ohne meinen Onkel, yippie! Ja, werde ich auch machen. Danke. Ja, das ist ganz anderes, dann ist man noch freier, jetzt bin ich eingeschränkt. Dann mache ich genau das Gleiche, nur es geht darum, dass man die Möglichkeit hat. Bei mir ist immer so, ich brauche meinen Freiraum, ich brauche die Möglichkeit, irgendwas machen zu können, auch wenn ich es niemals machen werde. Denn wie heißt es doch so schön, die längste Leine ist stets die kürzeste. Und dann fühlen sich auch die jungen Wilden bestens aufgehoben. Wenn ich merke, mein Onkel sagt das Richtige und versucht nicht die ganze Zeit, mich runterzumachen oder auszutricksen, dann vertraut man einander. Und er vertraut mir, wenn ich gut fahre und er merkt, ja okay, die macht das schon richtig. Und ich vertraue ihm, wenn er mir nicht falsche Sachen sagt, sodass ich sozusagen in Schwierigkeiten kommen würde. Allerdings, richtig oder falsch ist manchmal auch schlichtweg eine Frage der Perspektive. Oder besser gesagt, der Sitzposition. Sie fährt ein bisschen zu rechts, würde ich sagen. Und sie meinte das Gegenteil, aber ich sehe ja manchmal, sie überschreitet die Linie, aber das hat sie mittlerweile im Griff. Ach, du bist einfach blind. Nein, das habe ich gar nicht gemacht. Doch. Nein. Ich habe es gesehen, Schatz. Ich habe dir doch so gesagt, aber du bist zu dicht aufgefahren. Der eine Mann hat doch hinten angehalten, der Wagen. Wenn ich dicht auffahre, hält der Wagen hinter mir an. Nein, wenn du dicht an der Linie, an seiner Spur gewahren, dann ist er nicht weitergefahren, hat hinten hinter uns angehalten. Also ist langsamer gewesen, ist nicht neben uns gefahren. Das meine ich damit. Jasmin gibt zu. Hier ist es gut, einen neben sich sitzen zu haben, der einem Fahranfänger dann beisteht, wenn man am Steuer die Krise kriegt. Wo wir zum ersten Mal auf der Autobahn gefahren sind mit meinem Onkel, da hatte ich noch so ein bisschen Angst. Die anderen sind alle so komisch gefahren und plötzlich sind die eingeschert und mein Onkel hat mir dann geholfen, wie ich da fahren soll. Der ist auch ganz ruhig gewesen, ganz nett. Es hat Spaß gemacht. Da habe ich mich echt gefreut, dass ich jemanden dabei hatte. Onkel Özkan ist hier der Fels in der Brandung. Kein Wunder, dass seine Nichte ständig besser wird. Fahr ein bisschen vor. Nein, gib mal. Fahr ein bisschen vor, gib mal. Vor. Vor und rückwärts. Voller Einsatz und hohes Risiko. Das hat für Tobias auf der Straße nichts zu suchen. Den Kick holt er sich woanders, als junger Eishockey-Crack in seinen Ligaspielen. Nur sonntags ist er noch im elterlichen Haus in Duisburg. Unter der Woche besucht Tobias ein Sportinternat in Düsseldorf. Nach dem Unterricht geht es dort direkt zum Training. Nur da lässt man Dampf ab, hat er gelernt, und nicht woanders. Auch wenn man sonst sehr temperamentvoll ist. Das Bild eines Eishockeyspielers ist natürlich ein junger, wilder Mann, der immer rangeht, ist ein Draufgänger. Aber natürlich, wenn man dann im Straßenverkehr ist, natürlich ein bisschen anders. Also man ist zwar schon Draufgänger, wenn man Eishockeyspieler ist, aber ich würde das nicht auf den Straßenverkehr beziehen. Also im Straßenverkehr ist man dann schon vernünftig. Das lernt man im Sport ja auch. Ist ja nicht so, dass Eishockeyspieler nur Draufgänger sind. Natürlich sind die auch diszipliniert. Also ich kann es mir halt nicht vorstellen, dass dann alle so Draufgänger sind. Tobias spielt in der DNL, der deutschen Nachwuchsliga. Wer hier mitmacht, der träumt nicht nur vom Profi-Dasein, der hat schon damit angefangen. Tobias Leben, das besteht schon heute fast nur noch aus Terminen und einem straffen Zeitplan. So kommt ihm der Führerschein mit 17 gerade recht. Und es ist einem immer bewusst, dass man irgendwann den Führerschein braucht. Und deswegen war halt mein Motto, den Führerschein zu machen, so früh wie möglich. Weil irgendwann hat man dann weniger Zeit und dann sagt man sich, hätte ich es doch lieber vorher gemacht. Deswegen habe ich den Führerschein so früh wie möglich gemacht. Aber noch heißt es warten. Mutter Silvia ist immer noch nicht zugelassen.
Tobias kommt sich vor wie auf der Strafbank. Dabei wäre ihm das Wetter gerade recht. Mit Eis kennt er sich schließlich aus. Im Gegensatz zu Jasmin. Im dicksten Winterwetter hat Özkan Übungsstunden angesetzt. Die Nichte zögert. Die Mama ist strikt dagegen, aber der Onkel überzeugt. Autofahren lernt man schließlich am besten unter Extrembedingungen. Hier siehst du ja, ne? Voller Eis. Ja, schön. Als ob die Straße richtig beschädigt wäre, so ruckelt. Mhm. Ja. Wie in Türkei im Dorf so. Nach wenigen Metern schon die erste Prüfung. Warte, ja, geh mal vor, hätte vorlassen können, aber egal, der setzt zurück. Oder macht. Ja, sind wir langsamer, genau. Langsamer. Zum Beispiel, wenn der Mann hat jetzt angehalten, ne? Ja. Hättest du mal so machen können, so, danke. Das macht man unter Autofahren üblich. Hier links am besten. Ein Tipp vom Profi für Entspannung im Verkehr. Özkan hat den Taxischein. Und Jasmin darf profitieren. Denn der Onkel möchte seine Schneeerfahrung der Lieblingsnichte gerne weitergeben. Schließlich hatte sie den Führerschein bei 30 Grad im Schatten absolviert. Natürlich bei staubtrockener Straße. Alles andere als normalen Wetterbedingungen in Deutschland. Und so hat sich Özkan an diesem Tag einen ganz besonderen Übungsplatz ausgeguckt. Den Parkplatz vor der Philipshalle. Hier fahren wir gerade aus. Vorsicht, hier, Vorsicht! Ja, ich wollte mal testen. Ja, ist okay. Ja, mach mir Angst. Nein, nur mal testen. Fahr mal ganz schnell und dann bremst mal ab. Siehst du, ne? Siehst du? Fahr mal jetzt ein bisschen langsamer an. Weiter, schneller. Schneller. Und jetzt bremst du richtig ab. Ich so, guck mal. Weißt du, was dieses Geräusch ist? Das ist dieses ABS. Es bremst, lässt los, bremst, lässt los. Aber siehst du, ne? Du hast viel Spaß. Ja, aber du hast einen viel längeren Weg. Die Gewöhnungsphase kommt zuerst. Herantasten ans neue Element. Dann ein bisschen Schocktherapie. So. Und jetzt bremsen. Wenn du jetzt auf einmal Gas geben willst, gib mal Gas einmal, ganz schnell. Bisschen schneller. Guck, du rutschst, stopp. Und jetzt, wenn du bei einer Ampel, lass mal los, so anfährst. Lass los, den Wagen rollen lassen und langsam Gas geben. Guck, kommst du perfekt weg. Und das machen viele nicht. Die geben einfach nur schnell Gas, dann rollt er weg und der Wagen fliegt aus oder sonst irgendwas. Wenn man jetzt normal bei trockener Straße fährt, dann ist es einfach ganz normal. Man drückt auf die Bremse und bremst auch wirklich ab. Aber hier im Schnee kann die Räder überdrehen, dann kommt man einfach gar nicht zum Halt. Also wenn jetzt irgendwie ein Kind vor mein Auto springen würde, würde ich gar nicht rechtzeitig halten können, wenn ich zu schnell wäre. Also wir haben jetzt eben ja auch diese Fußgänger-Simulation gemacht. Und ja, der Fußgänger wäre dort entweder auf meiner Motorhaube oder unter meinem Wagen gewesen. Endlich darf auch Tobias hinters Steuer. Ende Januar kommt der Amtsschimmel doch noch in die Hufe. Zum ersten Mal sind Mutter und Sohn gemeinsam unterwegs. Und die Mama genießt die ungewohnte Rolle. Der ist eigenständig, macht seine Sache recht gut. So, und jetzt sitzt er neben mir und ich darf ihm was erzählen. Ich darf sagen, Tobias, fahr nicht zu schnell, Tobias, bremst vorher. Also ich darf dann so ein bisschen noch wieder, wie sagt man? Ja, ihm bemuttern, genau. Bemuttern? Aus dem Alter war er doch eigentlich heraus. Aber Tobias sieht's pragmatisch. Ja, ist natürlich ab und zu echt nervig. Im Endeffekt ist man doch froh, dass man dann jemanden neben sich sitzen hat, der einem dann doch schon mal ein paar Tipps gibt, der einem auch wirklich mal ehrlich sagt, immer, du fährst zu schnell, ich will dich nicht nerven, mach mal das. Also das, ich finde es auch angenehm, auch wenn es manchmal nervt. Tobias, er ist rot. Das zum Beispiel. Ich habe es gesehen, meine Mutter muss mich unbedingt darauf hinweisen. Ja, aber was soll man machen? Ja, halt, weil du auch immer so schnell anfährst. Du fährst auf die rote Ampel zu. Ich fahre doch gar nicht an, ich bin doch schon im Fahren. Ja, aber du ziehst den Wagen dann nochmal ein bisschen bei der roten Ampel. Die beiden haben ihre Rollen zwar noch nicht gefunden, aber man wird entspannter.
Und die Mama erinnert sich an die eigenen Jugendtage, als sie kostenintensiv das Fahren lernte. Meine Autos, die mussten ganz schön leiden. Kann ich mir vorstellen. Meine Crashs waren immer schön in der Tiefgarage. Immer vom Pöhler gesetzt. Vom Pöhler gesetzt? Ja, habe ich mein Auto. Da hatte ich ganz schöne Macken. Aber schon ganz schöne viele Macken. Mhm. Jeder Pfeiler war meiner. Immer da hinten gesetzt. Und das Schlimmste war mal, da habe ich ein neues Auto gehabt. Ich glaube, das war ein Golf. Da habe ich auch bitterliche Tränen geweint. Den habe ich dann mit 20 km/h vor eine Laterne gesetzt. Familientreffen bei Yasemin. Onkel Özkan und ihre Mutter sind zufrieden mit dem Fortschritt hinterm Lenkrad. Nur mit der Schneefahrt war Mutter Meryem nicht einverstanden. Aber Yasemin hatte einmal mehr die besseren Argumente. Und überzeugend war sie ja schon zu Anfang des Projekts. Ich wollte nicht, dass sie so früh den Führerschein macht. Da war sie noch 16 erstmal. Und mit 16,5 wollte sie anfangen und mit 17 schon den Führerschein haben. Und das war für mich wirklich zu früh. In der Schule hatten wir ein Projekt, und zwar Jugend debattiert. Und da haben wir im Politikunterricht Argumente für und gegen den Führerschein ab 17 gesucht. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich das auch sehr gerne machen würde, weil ich ansonsten sehr unsicher wäre sozusagen im Straßenverkehr. Und sie hat mich überzeugt, Mama, wenn ich das so früh mache mit 17, dann fahre ich ja mit dir oder mit meinem Onkel, wer halt Zeit hat. Und dann habe ich diese Erfahrungen, dann fahre ich nicht direkt auf der Straße, bin ich nicht alleine. Ihr seid ja bei mir, dann kann ich Erfahrungen sammeln. Und damit hat sie mich voll überzeugt. Jetzt schickt die Mama das Onkel-Tochter-Team schon wie selbstverständlich in Familiensachen auf den Weg. Diesmal wieder mit Opas silbernem Spielmobil. Jasmins Cousine Dahlia muss abgeholt werden. Ein kurzer Weg und schnell erledigt. Eigentlich. Denn erstmal gibt's ein Hindernis. Ich will parken. Der kommt schon rein. Bleib einfach nur stehen. Hätte noch mehr reinfahren können. Fährt voll falsch, siehst du das? Für einen Mann fährt der voll schlimm. Boah, das gibt's doch gar nicht. Das war jetzt ein bisschen peinlich. Ja, für die ganzen Männer. Tut mir leid. Ja, von wegen Frauen können nicht fahren. Mal die Männer an. Und dann ein Zwischenstopp, nicht nur für Mädchen. Autos gucken im Museum. Denn Yasemin träumt von einem ganz besonderen Schlitten. Das Düsseldorfer Meilenwerk liegt auf dem Weg nach Hause. Hier kann man ausführlich bestaunen, was schon Opa und Ururopa einst begeistert hat. Zeitlos schön, findet Yasemin. Ihr Traumauto ist dann auch ganz schnell gefunden. Was wäre eine Geschichte? Ja, bestimmt ein paar hundert PS unter der Haube. Bestimmt ist ja voll schwer zu fahren eigentlich. Aber trotzdem, also, ich würde es lernen. Bei einigen Autos, ne, steht ja die Höchstgeschwindigkeit auf, ne, 300 manchmal. Würde ich niemals fahren. Dafür ist mir der Führerschein hier in Deutschland zu heilig. Ich fahre Taxi. Ohne meinen Führerschein geht das Ganze nicht. Also, das ist schon existent gefährdet, wenn ich meinen Führerschein verlieren würde. Also. Für mich nicht. Ich lebe ja nicht dafür. Für mich ist das einfach nur Bequemlichkeit, Freiheitsdurst sozusagen. Ich möchte einfach. Also würdest du ohne Führerschein keine Freiheit haben? Nein, aber für mich ist das sozusagen eine Steigerung. Das ist einfach, dass ich frei bin. Freiheit hinterm Steuer? Dafür stand Silvia Kowalski in ihrem Autofahrerleben schon viel zu lange im Stau. Jetzt fahre ich bei diesem Wetter und bei diesem Stress hier mit dem Auto zu meinem Sohn zur Schule. Bei dem möchte ich gerne abholen, damit er fahren kann, weil das ist so eine Katastrophe, durch Düsseldorf zu fahren. Und dann fahren wir zur Eishalle zusammen und dann trainiert er schön. Und dann darf er dann nach Hause fahren wieder mit dem Wagen. Und da freut er sich sehr drauf. Tobias kann es kaum erwarten. Ihn lassen Dunkelheit und Nässe kalt, wie schon damals in der Prüfung. Komm, ist schon eine Katastrophe. Wenn du in Düsseldorf drin bist, ist es noch schlimmer. Mama fährt jetzt mit Chauffeur. Aber ich sage, wenn man hier in Düsseldorf lernt, oder nicht, kann man doch Auto fahren, oder meinst du nicht auch? Ja, kann man so sagen. Aber weil doch hier so viel Einbahnstraßen sind, so viele Autos auf einem Fleck und so viele Ampeln. Und ich weiß, für mich ist das ein bisschen durcheinander hier.
Durcheinander? Kein Problem. Durchblick trainiert der Sohnemann schon seit 12 Jahren. Reaktion, Geschwindigkeit und Disziplin, das hilft auch auf der Straße. Einige der Schülerprofis mit frühem Führerschein dürfen bestimmte Strecken sogar schon ganz alleine fahren. Mit Sondererlaubnis vom sportfreundlichen Amt, erzählt uns Trainer Christoph Kreuzer. Viele von den Jungs wohnen auch außerhalb von Düsseldorf hier bei uns und müssen natürlich alles mit Bus und Bahn machen. Und durch dieses Besondere, sage ich jetzt mal, dass die halt schon früher das Auto benutzen können für diesen besonderen Weg von zu Hause zu der Sportstätte, ist das natürlich eine sehr große Entlastung für die Eltern auch und aber auch für den Sportverein, dass man weiß, dass die Jungs pünktlich und immer bereit sind, für den Verein dann da zu sein. Besuch beim Hundezüchter. Jasmin hat sich einen Welpen ausgesucht. Der ist noch zu klein zum Mitnehmen, also fährt sie regelmäßig hin. Mit Auto und Onkel, als hätte sie nie was anderes gemacht. Ich habe auch gar keine Angst mehr, irgendwie jetzt alleine zu fahren. Wenn mein Onkel mich jetzt allein lassen würde, hätte ich jetzt keine Angst davor, dass irgendwas passiert, womit ich nicht klarkomme. Denn ich denke, ich habe jede Situation schon einmal erlebt und mit meinem Onkel oder mit meiner Mutter abgesprochen. Entspannter Nachmittag im Kreise der Familie. Das Jasmin-Taxi hat auch Onkel Özkans Töchter abgeholt. Jasmin als Chauffeur, mittlerweile selbstverständlich. Die Entscheidung war sehr gut. Somit weiß ich heute, dass meine Tochter viele Erfahrungen mit auf den Weg nimmt. Und in Situationen habe ich sie erlebt, dass sie sehr gut damit umgehen konnte. Mittlerweile brauche ich gar nichts zu sagen. Also es klappt sehr gut. Der Führerschein mit 17 ist sehr streng. Verkehrsvergehen werden hart geahndet. Fährt ein 17-Jähriger etwa über Rot, beginnt nach einem Aufbauseminar die gesamte Probezeit von vorn. Der Führerschein mit 17 macht den Straßenverkehr sicherer. Erste Statistiken zeigen, die Unfallquote bei Fahranfängern sinkt. Und BF-17-Absolventen fahren billiger. Es gibt Vergünstigungen der Versicherer. Auch Tobias' Mutter ist überzeugt. Es war die richtige Entscheidung. Zwar kam der Sohn mit Verzögerung ans Steuer und fährt erst seit knapp 2 Monaten, aber der Junior macht sich gut. Es ist Anfang März. Man startet an diesem Tag in ein engagiertes Miteinander. Tobias, guck mal. Du musst auch mal gucken. Guck doch mal ein bisschen voraus. Ich hab reagiert. Ja, du hast reagiert, aber ein bisschen früher musst du schon reagieren. Weil irgendwann sitzt du mal anderen drauf. Silvia Kowalski merkt, die hohe Verantwortung trägt sie in jedem Moment. Heute fehlt ihr die Gelassenheit. Pass auf die Fahrräder. Dass ich meine Hand immer hier oben haben möchte. Schnell wird klar, auch die Tagesform des Beifahrers ist wichtig fürs Gelingen des Projekts. Und immer schön langsam fahren. Das ist schön. Ich immer mal. Naja, ne? Du hast schon den Draht, ein bisschen schnell zu fahren. Dann endlich hat Tobias den Segen der Mama auf der Autobahn Richtung Duisburg. Wenn auch in Mutters Richtgeschwindigkeit. Tja, und dann kommt da die Aufforderung zum Tanz. So weit kann ich ja gar nicht leiden. Lass dich da nicht provozieren von. So ein Spinner. Die ist doch gestört, sag doch mal. Was ist das, ein Gestörter? Beschwichtigung, Beistand und Beratung. So sieht der Alltag aus beim Führerschein mit 17. Wer dabei mitmacht, lernt mit Sicherheit fürs Leben. Man hat halt ein erweitertes Lehrjahr, würde ich sagen. Man hat immer noch jemanden, der einem hilft. Von daher finde ich das auf jeden Fall eine gute Sache. Man sollte den Kindern das doch ermöglichen, mit 17 den Führerschein zu machen. Man kann denen doch vieles beibringen. Und man merkt auch die Fortschritte mit jeder Stunde, in der man mit dem Kind fährt. Es lohnt sich. Man ist auf einer sicheren Seite, wenn man neben dem Kind sitzen darf. Natürlich sind die auch diszipliniert. Also ich kann es mir halt nicht vorstellen, dass dann alle so Draufgänger sind.
Tobias spielt in der DNL, der deutschen Nachwuchsliga. Wer hier mitmacht, der träumt nicht nur vom Profi-Dasein, der hat schon damit angefangen. Tobias' Leben, das besteht schon heute fast nur noch aus Terminen und einem straffen Zeitplan. So kommt ihm der Führerschein mit 17 gerade recht. Und es ist einem immer bewusst, dass man irgendwann den Führerschein braucht. Und deswegen war halt mein Motto, den Führerschein zu machen, so früh wie möglich. Weil irgendwann hat man dann weniger Zeit und dann sagt man sich, hätte ich es doch lieber vorher gemacht. Deswegen habe ich den Führerschein so früh wie möglich gemacht. Aber noch heißt es warten. Mutter Silvia ist immer noch nicht zugelassen. Tobias kommt sich vor wie auf der Strafbank. Dabei wäre ihm das Wetter gerade recht. Mit Eis kennt er sich schließlich aus. Im Gegensatz zu Jasmin. Im dicksten Winterwetter hat Özkan Übungsstunden angesetzt. Die Nichte zögert. Die Mama ist strikt dagegen. Aber der Onkel überzeugt. Autofahren lernt man schließlich am besten unter Extrembedingungen. Hier siehst du ja, ne? Voller Eis. Ja, schön. Als ob die Straße richtig beschädigt wäre, so ruckelt. Mhm. Ja. Wie in Türkei im Dorf so. Nach wenigen Metern schon die erste Prüfung. Warte, ja, geh mal vor, hätte vorlassen können, aber egal, der setzt zurück. Und er macht. Ja, sind wir langsamer, genau. Langsamer. Zum Beispiel, wenn der Mann hat jetzt angehalten, ne? Ja. Hättest du mal so machen können, so danke. Das macht man unter Autofahren üblich. Hier links am besten. Ein Tipp vom Profi für Entspannung im Verkehr. Özkan hat den Taxischein. Und Jasmin darf profitieren. Denn der Onkel möchte seine Schneeerfahrung der Lieblingsnichte gerne weitergeben. Schließlich hatte sie den Führerschein bei 30 Grad im Schatten absolviert. Natürlich bei staubtrockener Straße. Alles andere als normalen Wetterbedingungen in Deutschland. Und so hat sich Özkan an diesem Tag einen ganz besonderen Übungsplatz ausgeguckt. Den Parkplatz vor der Philips-Halle. Hier fahren wir geradeaus. Immer noch geradeaus. Vorsicht, hier, Vorsicht! Oh. Ja, ich wollte mal testen. Ja, ist ja. Okay. Ja, mach mir Angst. Nein, nur mal testen. Fahr mal ganz schnell und dann bremst mal ab. Nein, erstmal fahren. Siehst du, ne? Siehst du? Fahr mal jetzt ein bisschen langsamer an, weiter, schneller. Und jetzt bremst du richtig ab. So, guck mal. Tut mir leid. Ja, von wegen Frauen können nicht fahren. Guck mal die Männer an. Und dann ein Zwischenstopp, nicht nur für Mädchen. Autos gucken im Museum. Denn Jasmin träumt von einem ganz besonderen Schlitten. Das Düsseldorfer Meilenwerk liegt auf dem Weg nach Hause. Hier kann man ausführlich bestaunen, was schon Opa und Ururopa einst begeistert hat. Zeitlos schön, findet Jasmin. Ihr Traumauto ist dann auch ganz schnell gefunden. Was wäre eine Geschichte? Ja, bestimmt ein paar hundert PS unter der Haube. Bestimmt ist ja voll schwer zu fahren eigentlich. Aber trotzdem, also, ich würde es lernen. Bei einigen Autos, ne, steht ja die Höchstgeschwindigkeit auf, ne, 300 manchmal. Würde ich niemals fahren. Dafür ist mir der Führerschein hier in Deutschland zu heilig. Ich fahre Taxi, ohne meinen Führerschein geht das Ganze nicht. Also das ist schon existent gefährdet, wenn ich meinen Führerschein verlieren würde. Also. Für mich nicht. Ich lebe ja nicht dafür. Für mich ist das einfach nur Bequemlichkeit, Freiheitsdurst sozusagen. Ich möchte einfach. Also würdest du ohne Führerschein keine Freiheit haben? Nein, aber für mich ist das sozusagen eine Steigerung. Das ist einfach, dass ich frei bin. Freiheit hinterm Steuer? Dafür stand Silvia Kowalski in ihrem Autofahrerleben schon viel zu lange im Stau. Jetzt fahre ich bei diesem Wetter und bei diesem Stress hier mit dem Auto zu meinem Sohn zur Schule. Bei dem möchte ich gerne abholen, damit er fahren kann, weil das ist so eine Katastrophe, durch Düsseldorf zu fahren. Und dann fahren wir zur Eishalle zusammen und dann trainiert er schön. Und dann darf er dann nach Hause fahren wieder mit dem Wagen. Da freut er sich sehr drauf. Tobias kann es kaum erwarten. Ihn lassen Dunkelheit und Nässe kalt, wie schon damals in der Prüfung. Komm, ist schon eine Katastrophe. Und wenn du in Düsseldorf drin bist, ist es noch schlimmer. Mama fährt jetzt mit Chauffeur. Aber ich sage, wenn man hier in Düsseldorf lernt, oder nicht, kann man doch Auto fahren, oder meinst du nicht auch? Ja, kann man so sagen. Aber weil doch hier so viel Einbahnstraßen sind, so viele Autos auf einem Fleck und so viele Ampeln. Und ich weiß, für mich ist das ein bisschen
durcheinander hier. Durcheinander? Kein Problem. Durchblick trainiert der Sohnemann schon seit 12 Jahren. Reaktion, Geschwindigkeit und Disziplin, das hilft auch auf der Straße. Einige der Schülerprofis mit frühem Führerschein dürfen bestimmte Strecken sogar schon ganz alleine fahren. Mit Sondererlaubnis vom sportfreundlichen Amt, erzählt uns Trainer Christoph Kreuzer. Viele von den Jungs wohnen auch außerhalb von Düsseldorf hier bei uns und müssen natürlich alles mit Bus und Bahn machen. Und durch dieses Besondere, sage ich jetzt mal, dass die halt schon früher das Auto benutzen können für diesen besonderen Weg von zu Hause zu der Sportstätte, ist das natürlich eine sehr große Entlastung für die Eltern auch und aber auch für den Sportverein, dass man weiß, dass die Jungs pünktlich und immer bereit sind, für den Verein dann da zu sein. Heute fast nur noch aus Terminen und einem straffen Zeitplan. So kommt ihm der Führerschein mit 17 gerade recht. Und es ist einem immer bewusst, dass man irgendwann den Führerschein braucht. Und deswegen war halt mein Motto, den Führerschein zu machen, so früh wie möglich. Weil irgendwann hat man dann weniger Zeit und dann sagt man sich, hätte ich es doch lieber vorher gemacht. Deswegen habe ich den Führerschein so früh wie möglich gemacht. Aber noch heißt es warten. Mutter Silvia ist immer noch nicht zugelassen. Tobias kommt sich vor wie auf der Strafbank. Dabei wäre ihm das Wetter gerade recht. Mit Eis kennt er sich schließlich aus. Im Gegensatz zu Jasmin. Im dicksten Winterwetter hat Özkan Übungsstunden angesetzt. Die Nichte zögert. Die Mama ist strikt dagegen. Aber der Onkel überzeugt. Autofahren lernt man schließlich am besten unter Extrembedingungen. Ihr seht hier, ne? Voller Eis. Ja, schön. Als ob die Straße richtig beschädigt wäre, so ruckelt. Mhm. Ja. Wie in Türkei im Dorf so. Nach wenigen Metern schon die erste Prüfung. Warte, ja, geh mal vor, hätte vorlassen können, aber egal, der setzt zurück. Oder macht. Ja, sind wir langsamer, genau. Langsamer. Zum Beispiel, wenn der Mann hat jetzt angehalten, ne? Ja. Hättest du mal so machen können, so, danke. Das macht man unter Autofahren üblich. Hier links am besten. Ein Tipp vom Profi für Entspannung im Verkehr. Özkan hat den Taxischein. Und Jasmin darf profitieren. Denn der Onkel möchte seine Schneeerfahrung der Lieblingsnichte gerne weitergeben. Schließlich hatte sie den Führerschein bei 30 Grad im Schatten absolviert. Natürlich bei staubtrockener Straße. Alles andere als normalen Wetterbedingungen in Deutschland. Und so hat sich Özkan an diesem Tag einen ganz besonderen Übungsplatz ausgeguckt. Den Parkplatz vor der Philipshalle. Hier fahren wir geradeaus. Immer noch klar. Vorsicht, hier, Vorsicht! Oh. Ja, ich wollte mal testen. Ja, ist okay. Ja, mach mir Angst. Nein, nur mal testen. Fahr mal ganz schnell und dann bremst mal ab. Siehst du, ne? Siehst du? Fahr mal jetzt langsamer an, weiter, schneller. Und jetzt bremst du richtig ab. Ich so, guck mal. Weißt du, was dieses Geräusch ist? Das ist dieses ABS. Es bremst, lässt los, bremst, lässt los. Aber siehst du, ne? Du hast viel Spaß. Ja, aber du hast einen viel längeren Weg. Die Gewöhnungsphase kommt zuerst. Herantasten ans neue Element. Dann ein bisschen Schocktherapie. Und jetzt bremsen. Was lernen wir Geschichte? Ja, bestimmt ein paar hundert PS unter der Haube. Bestimmt ist ja voll schwer zu fahren eigentlich. Aber trotzdem, also, ich würde es lernen. Bei einigen Autos, ne, steht ja die Höchstgeschwindigkeit auf, ne, 300 manchmal. Würde ich niemals fahren. Dafür ist mir der Führerschein hier in Deutschland zu heilig. Ich fahre Taxi, ohne meinen Führerschein geht das Ganze nicht. Also, das ist schon existent gefährdet, wenn ich meinen Führerschein verlieren würde. Also. Für mich nicht. Ich lebe ja nicht dafür. Für mich ist das einfach nur Bequemlichkeit, Freiheitsdurst sozusagen. Ich möchte einfach. Also würdest du ohne Führerschein keine Freiheit haben? Nein, aber für mich ist das sozusagen eine Steigerung. Das ist einfach, dass ich frei bin. Freiheit hinterm Steuer? Dafür stand Silvia Kowalski in ihrem Autofahrerleben schon viel zu lange im Stau. Jetzt fahre ich bei diesem Wetter und bei diesem Stress hier mit dem Auto zu meinem Sohn zur Schule. Bei dem möchte ich gerne abholen, damit er fahren kann, weil das ist so eine Katastrophe, durch Düsseldorf zu fahren. Und dann fahren wir zur Eishalle zusammen und dann trainiert er schön. Und dann darf er dann nach Hause fahren wieder mit dem Wagen.
Da freut er sich sehr drauf. Tobias kann es kaum erwarten. Ihn lassen Dunkelheit und Nässe kalt, wie schon damals in der Prüfung. Komm, ist schon eine Katastrophe. Und wenn du in Düsseldorf drin bist, ist es noch schlimmer. Mama fährt jetzt mit Chauffeur. Aber ich sage, wenn man hier in Düsseldorf lernt, oder nicht, kann man doch Auto fahren, oder meinst du nicht auch? Ja, kann man so sagen, aber... Weil doch hier so viel Einbahnstraßen sind, so viel Autos auf einem Fleck und so viel Ampeln und... Ich weiß, für mich ist das ein bisschen durcheinander hier. Durcheinander? Kein Problem. Durchblick trainiert der Sohnemann schon seit 12 Jahren. Reaktion, Geschwindigkeit und Disziplin, das hilft auch auf der Straße. Einige der Schülerprofis mit frühem Führerschein dürfen bestimmte Strecken sogar schon ganz alleine fahren. Mit Sondererlaubnis vom sportfreundlichen Amt, erzählt uns Trainer Christoph Kreuzer. Viele von den Jungs wohnen auch außerhalb von Düsseldorf hier bei uns und müssen natürlich alles mit Bus und Bahn machen. Und durch dieses Besondere, sage ich jetzt mal, dass die halt schon früher das Auto benutzen können für diesen besonderen Weg von zu Hause zu der Sportstätte, ist das natürlich eine sehr große Entlastung für die Eltern auch und aber auch für den Sportverein, dass man weiß, dass die Jungs pünktlich und immer bereit sind, für den Verein dann da zu sein. Besuch beim Hundezüchter. Jasmin hat sich einen Welpen ausgesucht. Der ist noch zu klein zum Mitnehmen, also fährt sie regelmäßig hin. Mit Auto und Onkel, als hätte sie nie was anderes gemacht. Ich habe auch gar keine Angst mehr, irgendwie jetzt alleine zu fahren. Wenn mein Onkel mich jetzt allein lassen würde, hätte ich jetzt keine Angst davor, dass irgendwas passiert, womit ich nicht klarkomme. Denn ich denke, ich habe jede Situation schon einmal erlebt und mit meinem Onkel oder mit meiner Mutter abgesprochen. Entspannter Nachmittag im Kreise der Familie. Usa entscheiden an diesem Tag, ob auch er seine Fahrerlaubnis schon mit 17 bekommt. So, Herr Schipper, an der Ampel fahren wir denn bitte rechts? Korrekter Blick über die Schulter. Ein Pluspunkt für den Prüfling. Tobias lässt sich trotz erschwerter Wetterbedingungen nicht aus der Ruhe bringen. Denn eigentlich ist es genau so, wie man es in seiner Fahrprüfung nicht haben möchte. An der Ampel bitte rechts. Dann der Pflichtteil, der bei allen Prüflingen schon immer für erhöhten Stress sorgt. Naja, idealer Parkabstand sieht zwar anders aus, aber keiner hat wohl Lust, das Lineal anzulegen. Jo, das ist okay. Ist okay. Gut. Ja, ist okay. Ist in Ordnung. Tobias wirkt wie die Ruhe selbst. Das Wetter scheint ihm nichts auszumachen. Nach einer Dreiviertelstunde endlich die Erlösung. So, Herr Schippers, Fahrerlaubnisprüfung haben wir schön gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Kurzes Nachgespräch. Oder? Dann bekommt Tobias eine Bescheinigung über die erfolgreiche Prüfungsfahrt. Für die Anmeldung beim Straßenverkehrsamt zum begleiteten Fahren. Wiedersehen. Meine Mutter hatte mich darauf angesprochen und ich fand das sehr interessant, weil ich hatte ein bisschen ein grummeliges Gefühl im Bauch, wenn ich jetzt sofort mit 18, ich habe meinen Führerschein an Juhu auf die Straße. Das fand ich dann für den Anfang, hätte ich mich auch mit abgefunden, aber Führerschein ab 17, dass man ein Jahr seine Mutter noch dabei hat, ist eine super Sache für mich, finde ich. Ja, und dass ich dann auf jeden Fall dieses Jahr noch als erweiterte Erfahrung mitnehmen kann. Das Modellprojekt startete hier in NRW schon im vergangenen Jahr. Jetzt gilt der Führerschein mit 17 bundesweit. Die Vorteile für mehr Fahrsicherheit der Jugendlichen lagen für Experten schnell auf der Hand. Ja, zunehmende Zahlen unter den Interessenten. Die Eltern sind sehr involviert, was also Interesse und auch Erkundigung im Betrieb bei uns angeht. Die kommen mit und fragen. Es hat zugenommen und Eltern sind auch ruhiger zu Hause, wenn sie wissen, wie die Kinder später fahren, wenn sie die zunächst erstmal begleitet haben. Und es macht natürlich im Fahrstil des jungen Menschen, wenn er dann alleine fährt, schon aus, dass er in der Begleitung vorher unterwegs war. Das ist so prägend und bleibt sich ja auch erhalten dann beim Autofahren. Teilnehmen am begleiteten Fahren mit 17, kurz BF17, können Teenager bereits mit 16,5 Jahren. Nach erfolgter Fahrprüfung erhalten sie frühestens an ihrem 17. Geburtstag eine vorläufige Fahrberechtigung. Die zweijährige Probezeit für Fahranfänger beginnt damit früher. Mit Vollendung des 18. Lebensjahres gibt's dann den Führerschein. Bei Jasmin sind andere Hobbys neben dem Autofahren seit einiger Zeit leicht gefährdet. Nein, mach mal. Siehst du, ne? Siehst du? Fahr mal jetzt langsamer an, weiter, schneller.
schneller, 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 schneller. Und jetzt bremst du richtig ab. Ich so, guck mal. Weißt du, was dieses Geräusch ist? Das ist dieses ABS. Es bremst, lässt los, bremst, lässt los. Aber siehst du, ne, du hast viel Spaß. Ja, aber du hast einen viel längeren Weg. Die Gewöhnungsphase kommt zuerst. Herantasten ans neue Element. Dann ein bisschen Schocktherapie. So. Und jetzt bremsen. Wenn du jetzt auf einmal Gas geben willst, gib mal Gas einmal, ganz schnell. Bisschen schneller. Guck, du rutschst, stopp. Und jetzt, wenn du bei einer Ampel, lass mal los, so anfährst. Lass los, den Wagen rollen lassen und langsam Gas geben. Guck, kommst du perfekt weg. Und das machen viele nicht. Die geben einfach nur schnell Gas, dann rollt er weg und der Wagen bricht aus oder sonst irgendwas. Wenn man jetzt normal bei trockener Straße fährt, dann ist es einfach ganz normal, man drückt auf die Bremse und bremst auch wirklich ab. Aber hier im Schnee kann die Räder überdrehen, dann kommt man einfach gar nicht zum Halt. Also wenn jetzt irgendwie ein Kind vor mein Auto springen würde, würde ich gar nicht rechtzeitig halten können, wenn ich zu schnell wäre. Also wir haben jetzt eben ja auch diese Fußgänger-Simulation gemacht. Und ja, der Fußgänger wäre dort entweder auf meiner Motorhaube oder unter meinem Wagen gewesen. Endlich darf auch Tobias hinters Steuer. Ende Januar kommt der Amtsschimmel doch noch in die Hufe. Zum ersten Mal sind Mutter und Sohn gemeinsam unterwegs. Und die Mama genießt die ungewohnte Rolle. Der ist eigenständig, macht seine Sache recht gut. So, und jetzt sitzt er neben mir und ich darf ihm was erzählen. Ich darf sagen, Tobias, fahr nicht zu schnell, Tobias, bremst vorher. Also ich darf dann so ein bisschen noch wieder, wie sagt man? Ja, ihn bemuttern, genau. Bemuttern? Aus dem Alter war er doch eigentlich heraus. Aber Tobias sieht's pragmatisch. Ja, ist natürlich ab und zu echt nervig. Im Endeffekt ist man doch froh, dass man dann jemand neben sich sitzen hat, der einem dann doch schon mal ein paar Tipps gibt, der einem auch wirklich mal ehrlich sagt, immer, du fährst zu schnell, immer, ich will dich nicht nerven, mach mal das. Also das, ich finde es auch angenehm, auch wenn es manchmal nervt. Tobias, er ist rot. Das zum Beispiel. Ich habe es gesehen, meine Mutter muss mich unbedingt darauf hinweisen. Ja, aber was soll man machen? Ja, halt, weil du auch immer so schnell anfährst. Du fährst auf die rote Ampel zu. Ich fahre doch gar nicht an, ich bin doch schon im Fahren. Ja, aber du ziehst den Wagen dann nochmal ein bisschen bei der roten Ampel. Die beiden Punkte Abbauseminar. Denn das Projekt war ja ihre Idee. Da stand sie bei Tobias in der Pflicht. Ohne hinterher telefonieren kommt sie aber auch jetzt nicht weiter. Langsame Ämter verzögern immer noch den Start. 6 Wochen nach Tobias Prüfung warten sie immer noch auf grünes Licht. Wenn es jetzt wirklich über 2 Monate dauert, dann hat sich das für mich nicht gelohnt. Weil dann kann ich noch 2 Monate mit meiner Mutter fahren und ist die Sache erledigt. Die Begleitperson beim Projekt BF17 muss über 30 Jahre alt sein und den Führerschein seit mindestens 5 Jahren haben. Mehr als 3 Punkte in Flensburg sind nicht erlaubt. Begleiter der 17-Jährigen dürfen auf den Fahrten nur als Ratgeber fungieren und nicht wie Fahrlehrer aktiv eingreifen. Selbst als Beifahrer sind hier Drogen verboten und auch die Alkoholpromillegrenze von 0,5 gilt. Ich weiß noch früher, wo ich richtig geschrien habe, ja, fahr so, hast du richtig Schiss bekommen. Ich hab die gesagt, ah, wie fährst du? Die ist einmal heulend aus dem Auto rausgegangen. Ich bin zu Fuß nach Hause gegangen. Ja. Aber das war nur zu dem Besten. Nein, war es nicht. Natürlich. Voll nicht. Natürlich. Ich will, dass du gut fährst. Heute sind sie mal mit Mamas Familienkutsche unterwegs. Mittlerweile haben sich der Onkel und seine halb so alte Nichte eingespielt. Doch ab und zu gibt's auch mal kleine Kabbeleien. Denn fast erwachsen liegt der Fahranfänger plötzlich wieder an der Leine. Begleitetes Fahren hat durchaus seine Spannungsfelder. Ich bin gespannt, wenn du 18 bist, wie du fährst. Ich würde gerne eine Kamera irgendwo so heimlich installieren. Bestimmt, oh, ohne meinen Onkel, yippie! Ja, werde ich auch machen. Danke. Ja, das ist ganz anderes. Das ist ja noch freier. Jetzt bin ich eingeschränkt. Dann mache ich genau das Gleiche. Nur es geht darum, dass man die Möglichkeit hat. Bei mir ist immer so, ich brauche
meine Freiheit, ich brauche die Möglichkeit, irgendwas machen zu können, auch wenn ich es niemals machen werde. Denn wie heißt es doch so schön, die längste Leine ist stets die kürzeste. Und dann fühlen sich auch die jungen Wilden bestens aufgehoben. Wenn ich merke, mein Onkel sagt das Richtige und versucht nicht die ganze Zeit, mich runterzumachen oder auszutricksen, dann vertraut man einander und er vertraut mir, weil wenn ich gut fahre und er merkt, ja okay, die macht das schon richtig und ich vertraue ihm, wenn er mir nicht falsche Sachen sagt, sodass ich sozusagen in Schwierigkeiten kommen würde. Allerdings, richtig oder falsch ist manchmal auch schlichtweg eine Frage der Perspektive oder besser gesagt der Sitzposition. Sie fährt ein bisschen zu rechts, würde ich sagen. Und sie meinte, sie meinte das Gegenteil, aber ich sehe ja manchmal, sie überschreitet die Linie, aber das